Ich brauche noch 3 Punkte fürs Wochenfinale. Das sollte doch klappen. Ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Sonntagabend mit Quizduell Live. Ich bin Annika, ich bin euer Host für den heutigen Abend. Und ihr habt sie an der Technik schon gesehen und gestern vielleicht schon kennengelernt. Unsere liebe Luisa sitzt an der Technik, spricht kein Deutsch, aber ihr könnt ihr auf Englisch oder Schwedisch was in den Chat schreiben und sie freut sich da sehr drüber. Wir haben ein tolles Essen- und Weinquiz heute für euch vorbereitet. Also wenn ihr ein Foodie seid oder ein Sommelier oder sonst was, könnt ihr euch hier gut auskennen. 12 Fragen rund um das Thema. Oder ein Säufer. Genau, bis Frage Nummer 7 gibt es natürlich den Rettungsring. Wir haben einen doppelten Preispott heute und zwar einmal haben wir Rettungsringe und zwar 500 Stück und obendrauf gibt es auch noch 250 Euro. Es lohnt sich also heute zu gewinnen. Es ist mindestens ein Rettungsring dabei, ich denke mal mehr. Ja. Und wir haben gleich um 20.45 Uhr, wie jemand von euch gerade schon erwähnt hat, natürlich unser Wochenfinale. Da geht es, das kommt gleich, da geht es um 200 Euro und ihr könnt mitmachen, wenn ihr, ich glaube diese Woche sind es 30 richtige Antworten gesammelt hat, verbessert mich gerne im Chat, wenn das nicht stimmt. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, morgen geht es los mit unserer Schulwoche. Und das startet mit Geschichte um 20.15 Uhr. Es ist natürlich wichtig, pünktlich zu kommen. Ihr wollt nicht nachsitzen. Und wichtig, gerade in der Schulwoche, aber sowieso lohnt es sich, uns auf Instagram zu folgen. Denn da gibt es nächste Woche ganz viele Hausaufgaben. Und wenn ihr euch unsere Story anguckt, könnt ihr ganz sicher schon mal eine Frage richtig beantworten. Also ich empfehle euch, da ein Follow zu hinterlassen. Wir legen los mit Frage Nummer 1. Und davor haben wir ein Bild für euch. Was war auf dem Bild zu sehen? Ist es ein Charcuterie-Board oder Spaghetti Bolognese? Genau, wir fangen hier direkt schon mal an. Kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt so viel wie Delikatessen oder Feinkost. Und ihr habt es ja schon gesehen, da ist dann irgendwelche Wurstdelikatessen, Käse und noch viele andere gute Sachen drauf. Und es ist natürlich nicht Spaghetti Bolognese, sondern ein Charcuterie-Board. Und da bin ich mal gespannt, wie viele von euch das beantwortet haben. Da sagt jemand, die Frage kann meine 3-jährige Cousine beantworten. Das ist ja die Idee, dass alle das erste beantworten können. 6.449 haben das richtig gemacht und gehen mit uns weiter zu Frage Nummer 2, unserer ersten Weinfrage des Abends. Ich möchte von euch wissen, welche der folgenden Weinregionen liegt nicht in Spanien? Ist es Terra Alta oder Champagne? Genau, auch Frage Nummer 2 ist immer noch nicht zu schwierig, hoffe ich. Genau, Terra Alta liegt in der Provinz Tarragona in Katalonien und somit in Spanien. Champagne liegt in Frankreich und ist hier die richtige Antwort. 6.843 haben wir verloren. Setzt gerne eure Rettungsringe ein. Wir machen weiter mit Frage Nummer 3. Dazu gab es einen Tipp in unserem ersten Push. Und ich möchte wissen... Met erhält seinen Alkoholgehalt durch die Gärung von Honig oder Kirschen? Dann sagt die Kati, schönes Kleid, liebe Annika. Dankeschön, liebe Kati. Genau, wird tatsächlich auch Honigwein genannt. Insofern relativ selbsterklärend. Ist ein alkoholisches Getränk aus Honig und Wasser und kann man sowohl heiß als auch kalt trinken. Ich habe es tatsächlich erst kalt getrunken. Sagt mir gerne, ob es warm auch gut schmeckt, falls ihr das schon mal probiert habt. Honig ist hier die richtige Antwort. 5.582 haben das schon gemacht. Und wir machen weiter mit Frage Nummer 4. Warm besser, sagen hier einige. Ich kann mir das im Herbst oder Winter ganz gut vorstellen, so ein warmes Metgetränk. Frage Nummer 4. Wonach schmecken die grünen Pringles? Ist es Paprika, Sour Cream and Onion, Barbecue oder Original? Keine Jetzt Ahnung. Jetzt stellt sich raus, wer die Chips-Fans unter euch sind. Genau, ich finde es witzig, Paprika hat ja so eine gelbe Tube. Ich glaube, das liegt daran, weil die Originalen ja rot sind, also war die Farbe schon vergeben. Barbecue ist so lila oder braun, aber Sour Cream und Onion sind die grünen Pringles. Und das wussten immer noch 5.389 von euch. Sehr gut, ihr kennt euch aus. Frage Nummer 4. 5. 4 hatten wir schon. Ich möchte wissen, aus welchem Land stammt Fondue ursprünglich? Ist es Österreich oder Schweiz?
Genau, ursprünglich ein Gericht aus geschmolzenem Käse. Es gibt es ja mittlerweile auch in der Fischfondue, Fleischfondue-Version. Wer von euch ist Fan? Ich glaube, ich bin tatsächlich eher Richtung Raclette gerichtet. Aber Fondue stammt ursprünglich aus den Westalpen und damit vor allem aus der Schweiz. 5.320 sind noch dabei. Wir machen weiter mit Frage Nummer 6. Wer hat erfunden? Die Schweizer. Frage Nummer 6. Welche der folgenden Alternativen beschreibt das Wort tranchieren am besten? Ist es Fleisch marinieren, Fleisch grillen, Fleisch zerlegen oder Fleisch verkohlen? Genau, es gibt dafür auch ganz spezielles Tranchierbesteck oder auch eine Geflügelschere und andere Hilfsmittel. Und die Definition ist das richtige und kunstgerechte Zerlegen von Fleisch, Fisch und Geflügel, aber könnte auch Obst und Gemüse sein. Fleisch zerlegen ist deswegen hier die richtige Antwort. 5.115 sind noch dabei. Ich habe das Gefühl, heute gibt es relativ viele, die es weit schaffen. Die 3 Punkte fürs Wochenfinale sollte die eine Person ja mittlerweile gesammelt haben. Wir machen weiter mit Frage Nummer 7. Das ist die letzte Frage für den Rettungsring. Welcher dieser starken Weine wird in Südspanien produziert? Ist es Portwein, Madeira, Sherry oder Vermut? Genau, ich würde sagen, man kann Madeira schon mal ausschließen, denn Madeira kommt tatsächlich von Madeira, der Insel, die zu Portugal gehört. Portwein stammt auch aus Portugal, aus Alto Douro. Vermut hat keine genaue Herkunftsbezeichnung, aber kommt die Tradition der Neuzeit wohl aus dem Königreich Savoyen, also eher in der Schweizer und Frankreich Region. Sherry kommt aus Andalusien in Südspanien und hier haben wir aber viele verloren. Nein, nur 1830 richtige Antworten. Ich würde dann sagen, Zeit für ein Posten raus. Uiuiui. Letzte Frage für den Rettungsring war es. Ich hoffe, viele von euch haben ihn angewendet. Wir machen weiter mit Frage Nummer 8. The Wine Glass Company. Welches Unternehmen suchen wir? Moser, Spiegelau, Riedel oder Zwiesel? Gut, jetzt ist es wichtig, wenn man sich nicht nur mit dem Getränk selber, sondern auch mit dem Gläsern drumherum auskennt. Die Firma wird auch Tiroler Glashütte GmbH genannt und wir gucken uns mal im Reveal an, wie so ein Karton aussieht. Hier haben wir ihn, The Wine Glass Company. Ach, oder nee. Auch Riedel. Ich bin gespannt, hoffentlich nicht zu schwierig. 1056 und hier haben wir nochmal über die Hälfte verloren. Noch ein Fuss direkt hintereinander. Oh, oh, oh. Dabei haben sehr viele von euch eure Rettungsringe eingesetzt. Sehr gut. Ich hoffe, es schaffen mehr durch die letzten 4 Fragen. Wir machen weiter mit Frage Nummer 9. Wird Sake bei der Produktion destilliert? Ja oder nein? Ich glaube nein. Genau, Sake, japanischer Reiswein, hat einen 2-stufigen Fermentationsprozess und das Ganze ist vor allem einzigartig, weil diese 2 Stufen geschehen gleichzeitig. Also erstmal muss die wasserlösliche Stärke in löslichen Zucker umgewandelt werden und im zweiten Schritt Hefe zu Alkohol vergären. Das Ganze wird nicht destilliert. Nein ist hier die richtige Antwort und wir haben 600 noch dabei. Uiuiuiuiui, 3 Fragen gibt es noch. Ich glaube, das Gewinn lohnt sich heute. Frage Nummer 10 kommt hier. Welcher der folgenden Weine kommt nicht aus der Bordeaux-Region? Ist es Château Figeac, Château Latour, Château Moussard oder Château Margaux? Ich bin okay, für Moussard. Ich darf mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ich gebe mir beim Französisch immer Mühe, aber liegt mir nicht so sehr. Wir haben hier 3 Weine aus der Bordeaux-Region und einen aus Libanon, wurde von einem Franzosen gegründet und heißt Château Moussard. 295 sind noch dabei, sehr gut. Weinkenner sind hier auf jeden Fall versammelt. 2 Fragen gibt es noch. Frage Nummer 11 ist eine Käsefrage. Welche der folgenden Käsesorten ist kein Blauschimmelkäse? Aura, Roquefort, Stilton oder Morbier? Morbier. Genau, wir haben hier die richtige Antwort. Ist relativ schwierig, weil auf den ersten Blick könnte sie auch wie ein Blauschimmelkäse aussehen. Denn es ist eine Ascheschicht in der Mitte, die so ein bisschen das Feeling gibt. Und die ist beim Morbier. Alle anderen, sehr gut. Käse ist ja auch schon gut. 125 Leute gibt es noch. Rettungsringe und Geld gibt es auf jeden Fall schon heute nicht zu wenig. Ich glaube, das sind ja schon mal mindestens 2 Euro und 4 Rettungsringe pro Person? Nicht schlecht. Frage Nummer 12, letzte Frage.
ich habe Morbier. So wird der Käse wohl ausgesprochen. Morbier? Okay. Ich gucke es danach nochmal nach. Dankeschön, lieber Chat. Frage Nummer 12. Was ist Tetrazzini? Ist es ein Spaghetti-Gericht, eine Vorspeise, eine Wurstware oder ein Getränk? Spaghetti. More Bier, sagt jemand. Vielleicht müssen wir nochmal ein Bierquiz machen. Jetzt war ja eher Wein und Essen. Genau, das Gericht ist nach der italienischen Opernsängerin Luisa Tetrazzini benannt und besteht aus Spaghetti, einer Soße mit Sahne, Parmesan, Sherry und einem weißen Fleisch oder Fisch. Pilzen und oder Mandeln. Ein Spaghetti-Gericht also. 65 Leute haben das geschafft. Uiuiui, wir gucken uns mal an, was es zu gewinnen gab und wer das alles geschafft hat. Vergesst nicht, Readly auszuprobieren für ein paar tolle Essensmagazine. Und ich lese mal ein paar Gewinner und Gewinnerinnen vor. 3,85 Euro und 8 Rettungsringe. Uiuiui, an Florante, Jascha 129, Pippi Orang, Operage Air, Crispy 367, 19 Roadrunner 68, Schubidu 6.61, Jana Bre, German Quizmaster und Pestknecht. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Ich hoffe, ich sehe euch gleich wieder im Wochenfinale um 20.45 Uhr. Schön, dass ihr dabei wart und ich bin sehr beeindruckt von eurem Wein- und Essensgüssen. Bis gleich! Ja, schade. Aber diese Weinglasfirma, die habe ich noch nie gehört. Ich habe jetzt auch nur Zwiesel genommen, weil das irgendeiner da reingeschrieben hat. Aber es scheint ja generell nicht so bekannt gewesen zu sein. Sind ja genug rausgeflogen. Ja, ab da hätte ich dann die Fragen wieder beantworten können. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Na, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.